Ja, Katharina Johnson-Thompson heißt die Führende nach dem ersten Tag des Siebenkampfes. 4034 Punkte. Katharina, congratulations to a good, perfect first day maybe. It started good over the hurdles. Strong performance at the high jump and last but not least, a solid 200 meters. Are you satisfied with this first day? Yeah, I'm definitely satisfied this early on in the season. We had a little bit of a break after the indoors. And I'm surprised with some of the performances. Other performances, like the 200, I'm a bit disappointed, but it's only May, so yeah, very happy with where I'm at the minute. It's rainy a bit right now. How tough are the conditions for you today? I'd say not too tough because I'm from the north of England, but recently I've been living in the south of France in Montpellier, so I'm not used to the rain, unfortunately. But yeah, it's fine. It's just what it is. You're about 170 points ahead of Kendall Williams and Erica Bugert. Who do you think are your toughest competitors for tomorrow? Everybody, really, because most people have got better javelin than me, so you never know. Obviously, Schaefer, Erica and Kendall are up there, so we'll see what happens tomorrow. Do you have a goal? Points? No. No, just to come here and try a few technical bits and commit to some events, so no point goal yet. Thank you, Katharina. See you tomorrow. Ja, also die Nordlondonerin, die Nordengländerin, pardon, aus Liverpool. Ich hoffe, Sie haben ein wenig was verstanden von ihr. Ist natürlich den Regen gewöhnt, auch wenn sie jetzt in Südfrankreich eine Zeit lang gelebt hat. Aber sie ist überrascht über manche Ergebnisse, enttäuscht über die 200 Meter. Aber sie hat gesagt, früh in der Saison für sie. Und sie probiert einiges aus natürlich. Gibt natürlich noch nicht so, dass jetzt Platz 1 mehr oder weniger zum Greifen nahe ist. Vor allem im Speerwurf morgen, da hat sie natürlich ihre Wackeldisziplin. Da wird sie viele Punkte möglicherweise noch verlieren. Sie hat aber nicht das erwähnt, dass der Weitsprung und der 800 Meter Lauf ihre große Stärke sein wird. Also soweit Katharina Johnson-Thompson, die durchaus zufrieden ist mit leichten Abstrichen vom ersten Tag.